das Silok Ölgen, heilig Gott. Willkommen bei der Runenhex heute in Feierlaune. Ich habe heute was zu feiern. Ich habe heute den 12. Arbeitsbrief für meinen Kurs Hexe und Hüterin des Landes fertig geschrieben. Sind nochmal 37 Seiten geworden für diesen kommenden Monat. Und dann sind meine ersten 8 Teilnehmerinnen fast fertig, fast Hexen und Hüterinnen des Landes. Was bei den Hexen des Landes jetzt noch kommt, ist dann ein Einweihungsritual. 2 Tage, die sie bei mir verbringen, wo ich ihnen nochmal von meinem Wissen mitgebe, was abgefragt wird, was passt, ja, und wo wir wirklich ein gemeinsames Ritual feiern, um sie in diese Schwesternschaft zu integrieren, ganz fest und mit ganz viel Gefühl. Ich freue mich da total drauf. Das alles, ja, dieser große Kurs, der über ein Jahr, 13 Monate geht, wo wir ständig im Austausch sind, ständig im Gespräch sind, ja, wo also immer wieder miteinander abgeglichen wird, was noch gebraucht wird, was fehlt, was wäre noch interessant, wo immer wieder die Möglichkeit ist, das nochmal zu hinterfragen, nochmal drüber zu reden. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn diese 8 Frauen, die am Anfang dabei waren und mich und mein Erfahrungswissen wollten, wenn die nicht so cool dabei gewesen wären, so intensiv, so stark. Und dafür bedanke ich mich bei euch, Mädels, ehrlich. Wir sind ein geiles Team, ganz einfach, ja. Ich bedanke mich bei der Manuela und bei der Melli. Das ist ja eine alte Freundin von mir und hat auch in der administrativen Arbeit mitgeholfen. Bei der Claudia, ganz spannend. Bei der Karin, bei der Juliane, der Petra, der Sonja und der Uta. Ihr wart klasse. Und ich freue mich noch ganz dolle dazu, dass es inzwischen noch viel mehr gibt, dass ganz viele noch weiter mit eingestiegen sind, dass wir jetzt einfach ein Trupp von, oh Gott, bald 20 coolen, tollen Frauen sind, die sich gemeinsam als germanische Schamanin entwickeln. Ja? Und ich mache das nicht, indem ich sage, hier habt ihr mal ein paar Zaubersprüche und eine schamanische Reise geht so. Zacki. Ne? Sondern ich möchte in diesem Kurs, dass jede selbst spürt, was wichtig ist. Ich gebe die Grundmagie. Ja? Ich versuche zu vermitteln, was vom Grund auf wichtig ist in der magischen Arbeit einer Seidkona. Ja? Ich möchte, dass jede Seidkona ihren eigenen Stil, ihre eigene Kraft, ihre Power lebt. Ja? Und deswegen möchte ich nicht, dass man sich einfach an meine Worte festhält und dann sagt, ja, so mache ich das dann halt. Oh, schade, geht nicht. Ja, es geht immer nur, wenn es mit der Energie dieser Frau tatsächlich auch übereinstimmt. Und so haben wir uns wirklich durch geile 12 Monate gearbeitet. Und ich freue mich schon, wenn die nächsten dann soweit sind und wir ein mächtiges Feld von tollen, magisch arbeitenden, germanischen Schamanen sind. Auf die ganz freie Art. Nur mit den, ja, mit der Verbindung mit den Göttern und Geistern des Landes. Nicht, was in Büchern steht. Nicht, was irgendwer aufgeschrieben hat, sondern was funktioniert. Und das versuchen wir und das tun wir in den Hexen des Landes. Ja. Und deswegen bin ich heute so happy, weil ich jetzt diesen Kurs so geil ausführen konnte, so intensiv erarbeiten konnte, weil er gewollt ist, weil die Frauen da sind und weil wir miteinander einen Kreis bilden können, einen Kreis rund um das Erbe Yggdrasils, das Erbe unserer germanischen Urahnen und so vielleicht wieder ein Stück weit tatsächlich an die Wurzeln unseres Landes andocken können und mit den Kräften, Geistern und Ahnenwesen miteinander zum Guten dieses Landes beitragen dürfen. So, jetzt wisst ihr, warum ich heute so in Feierlaune bin und nochmal am Altar bin und mich bedanke. Ich ende mit einem
Danke. Und ich freue mich auf jede Frau, die noch ihren Weg zu uns findet. Alles Liebe. Ich gehe jetzt feiern. Also, ich habe keinen Sekt zu Hause. Ne? Das höchste an Alkohol, was ich hätte, wäre Bier. Und das passt jetzt auch noch nicht so ganz. Also, Prost. Ein Tässchen Yogi-Tee tut's auch. Die Freude ist ja in mir. Macht's gut.